Ich sag kurz Hallo. Was dagegen? Klar, kein Problem. Was geht, Monsterjäger Fëanor? Hey! Eine Woche bis zum Lab. Aufgeregt? Auf jeden Fall. Guter Mann. Wir müssen uns noch mit Snacks eindecken. Wird eine echt lange Fahrt. Meinst du, wir fahren mit Steph? Wir schauen mal. Sie ist der GM, also muss sie wahrscheinlich sehr früh in Denver sein. Was geht heute Abend? Mom sagt, ich soll in der Lantern bleiben, bis sie von der Arbeit zurückkommt. Aber, ich wäre echt lieber zu Hause. Wäre das okay? Der will ja nur ausbüchsen. Geht klar, Mann. Aber ich sehe mir nachher deine Hausaufgaben an. Mach die fertig, kapiert? Kapiert. Hat mich gefreut. Ja, mich auch. Bis dann. Ey, wenn da was passiert. So weird, du in dieser Dad-Rolle. Dad-Rolle? Nein. Nein, 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 nein. Ich bin besser als ein Dad. Ich bin wie ein Dad Plus. Wir vertrauen uns. Er erzählt mir Dinge, die er Charlotte nicht sagt. Ethan hat gelogen, was das Erkunden der alten Mine betrifft. Er hat mir sein Geheimnis anvertraut. Soll ich es bewahren? Oder soll ich ihn verpetzen? Also das Ding ist halt... Normalerweise bewahre ich solche Geheimnisse, wenn Kinder mir sowas anvertrauen. Aber der Spaß hört dann auf, wenn die Kinder in Gefahr geraten. Es tut mir echt leid, lieber Ethan. Na, Sparty, moin. Na, ihr Schlingel, wie geht's euch? Wie war euer Urlaub? Und vielen Dank für nicht 50, nicht 90, sondern 100 Bits. Danke sehr. Ja, wir spielen gerade Life is Strange. Wir sind doch noch nicht sehr weit. Wir sind gerade mit der Protagonistin Alex in ihrer neuen Heimat angekommen. Sie zieht mit ihrem Bruder zusammen. Und ihr Bruder ist mit einer Frau zusammen, die ein Kind hat, und das Kind möchte heimlich in eine Mine gehen. Und jetzt müssen wir entscheiden, ob wir es jetzt unserem Bruder sagen sollen. Damit vielleicht wenigstens ein Elternteil weiß, dass der junge Mann eigentlich in die Mine abhauen möchte. Oder ob wir das Geheimnis des jungen Mannes bewahren und ihn einfach alleine in die Mine stratzen lassen sollen. Das Spiel ist echt laut. Okay. Kann ich gerne gleich machen. Nee, mach... Ja, ich bin eigentlich dafür, es dem Elternteil... Also nicht dem Elternteil. Er ist ja nicht der Elternteil, sondern... Er ist ja quasi der Stiefvater, wenn man so will. Ich bin eigentlich dafür, es ihm zu sagen, weil ich Angst habe, dass der junge Mann sonst in der Mine irgendwie umkommt oder irgendein Unfall passiert zumindest. Ich habe da Sorgen. Aber der Chat kann ja gerne mal was sagen. Wenn Rick dafür ist, dass wir das Geheimnis bewahren sollen. Was sagt denn der Rest der Rasselbande? Gibt es weitere Meinungen dazu? Ah, schnell mal umentschieden. Ja, das Ding ist halt, der geht halt ganz alleine in die Mine. Und wir haben vorhin schon etwas von einer Sprengung gelesen. Das ist wahrscheinlich nicht genau an dem gleichen Tag. Aber trotzdem ist das irgendwie uncool. So, wenn sich jetzt innerhalb der nächsten Sekunden niemand krass für das Gegenteil ausspricht, dann werde ich Escape sagen und anschließend den Sound etwas runterdrehen. Ohne Kontext schwierig. Ja, ja. Verstehe ich. Aber ihr habt nicht so viel verpasst. Wir sind gerade erst angekommen in der Stadt. Wir waren im Plattenladen, haben eine DJ kennengelernt, die mir örtlich ein Radio auflegt und die irgendwie Stress hat. Und unsere Protagonistin nimmt Gefühle und Emotionen sehr stark wahr. Also diese DJ, die da Stress hatte, die hat dann sehr viel Wut und Zorn irgendwie ausgestrahlt und unsere Protagonistin gleich so, das hat sie nicht gemocht. Ich halte mich raus wegen Spoiler, okay. Ja, dann, wir sagen Escape, komm. Wir sind verantwortungsvoll. Auch wenn wir es wahrscheinlich dann bei Ethan uns verscherzen. Haben die auch da Partykraken? Ich gucke. Ich werde dir bescherzen. Sie haben Einhörner, das habe ich schon rausgefunden. Freddys habe ich noch keine gefunden. Es gibt da etwas, das du wissen solltest. Okay. Ich habe vorhin mit Ethan gesprochen.
Und er erzählte was von einer Mine, die er erkunden will. Oh Mann. Er wirkte, als wüsste er, was er tut, aber ich dachte, ich sag es dir lieber. Dieser Bengel. Ich muss es Charlotte sagen. Gib mir einen Moment. Ethan kriegt Ärger. Wirklich? Mal sehen. Danke, dass du es mir gesagt hast. Hast das Richtige getan. Gehen wir deine Sachen ablegen? Ja, also ich habe auch ein gutes Gefühl mit der Entscheidung. Okay. So sieht also eine Bergbaustadt aus. Ich dachte, hier würden mehr Typen in Overalls rumlaufen. Mit komplett verrußten Gesichtern? Ganz genau. Was wird hier denn abgebaut? Damals war es Silber. Ist ewig her. Und jetzt? Uran. Die sprengen diese riesigen Löcher in die Berge und verkaufen das Zeug an Atomkraftwerke. Wow. Ja. Heute Abend gibt's sogar die nächste Sprengung. Ist ziemlich krass. Glaube ich gern. Kann ich, genau. Ich wollte mal kurz den Sound runterdrehen. Ich mach's mal so. Und ihr sagt mir mal, ob es jetzt besser ist. Oder zu leise, oder zu laut, oder irgendwas. Dann gerne mal Bescheid sagen und dann passen wir das an. Na, sieh mal an. Jet, hey, ich muss dir jemanden vorstellen. Also irgendwie, also in meinem Pegel ist es immer noch ziemlich weit oben. Sorry, aber ich drehe es jetzt direkt nochmal ein bisschen runter. Mach's mal direkt so. Alex, das ist mein Kumpel Jet. Kumpel, verdammt, hör dir diesen Bullshit an, er meint sein Boss. Ihnen gehört die Black Lantern. Seit ungefähr 12 Jahren. Schön, dich zu treffen, Alex. Hab verdammt viel von dir gehört. Ja? Weil die Musiklautstärke ist so niedrig, weil der Chat gesagt hat, die wäre zu laut. Ich habe auch die Gesamtlautstärke, aber ich mache das lieber individuell, ehrlich gesagt. Nur schlimmes Zeug. Überwiegend Lügen. Dein Bruder labert nur Scheiße, wusstest du das? Er hat sich fast in die Hosen gemacht, als er hier auf dich gewartet hat. Oh, ist die Hose diesmal trocken geblieben? Freut mich, Gabe. Ich mag sie. Ja, sie ist in Ordnung. Wir gehen rein, kommst du mit? Komme gleich nach. Ich wollte mich mit Eleanor treffen wegen der Dekoration für das Frühlingsfest. Hat er schon vom Fest erzählt? Nicht so wirklich. Ich erzähl dir später davon. Wenn der anfängt zu reden, hört er nicht mehr auf. Ich bin redselig, verdammt nochmal. Das nennt man charmant. Oh, bevor du gehst, will ich dich lieber mal warnen. Mac hat sich wieder diesen Scheiß in den Kopf gesetzt. Hab's gehört. Ja, naja. Nur, dass du's weißt. Pass lieber auf. Dieser Mac muss ja komisch sein. Egal, kommt erstmal in Ruhe an. Alex, hat mich gefreut. Gleichfalls, Jet. Also, Frühlingsfest klingt wie Abschlussball in den Bergen. Es ist viel cooler, als es klingt. Ach, als ob. Hier geht doch sicher so ein Wickerman-Shit ab. Hey, woher weißt du das? The Black Lantern. Das ist die Bar von unserem Bruder. Und darüber ist halt ja, sein Domizil, wo wir dann auch einziehen werden. Wenn ich das richtig verstanden habe. Was ist das für eine Flagge? Ist nicht dein Ernst. Okay, Karl. Und hier wohnst du? Klingt nicht so überrascht. Was denn? Das ist eigentlich... Besser ging's nicht, es ist echt schön.
Es hat seinen eigenen Charme, sagen wir mal so. Ich würde das, glaube ich, nicht so machen, aber ich würde ihm jetzt auch nicht, also ich meine, letztendlich nimmt er uns ja auf. Da kann ich ihm jetzt nicht sagen, ja, deine Bude ist aber schon ziemlich scheiße. Als du gesagt hast, dass du eine schöne Wohnung hast, dachte ich, sie wäre klein und gemütlich. Willkommen in meinem Heim. Ernsthaft? Das ist krass. Und das Beste ist, es ist eigentlich deins. Hm. Ich bin eh meistens bei Charlotte. Alles klar. Wie, was meinst du mit, es gehört mir? Naja, es sind diese Orte, die Leute haben, um darin zu wohnen. Wir nennen es ein Zuhause. Ich meine es ernst. Das hier soll ein Neuanfang für dich sein. Gabe. Ich... Danke. Kein Ding. Versprich mir nur, dass du nicht zu viel Partys feierst und du alles abfackelst. Jet bringt mich um, falls das wieder passiert. Geht klar. War das eine Anspielung auf Before the Storm? Okay, cool. Haben wir die Sache mit dem mich anstarren nicht schon hinter uns? Naja. Ich habe mir dich genauso vorgestellt. Echt? Und hast du dir mich so vorgestellt? Na. Ich habe echt nicht erwartet, dass du einen Bart hast. Haben sie es dir nicht gesagt? Wenn du nach Colorado ziehst, bekommst du automatisch einen coolen Bart, umfassendes Wissen über Craft Beer und einen Subaru. Komisch. Davon bekam ich bisher noch nichts. Keine Sorge, ich lasse nichts unversucht, damit du dein eigenes Colorado-Willkommenspaket bekommst. Gut, denn ich habe auch was für dich besorgt. Warte, was? Tada! Überraschung. Hey, ist das... Das ist das Album, das ich bestellt habe. Ich weiß, ich bin gut. Ich wollte es dir schenken. Naja, ich hab's zuerst für dich gekauft, also... Tatsächlich, die Musik ist nicht da. Oh, oh, Leute. Ah, Spiel. Mm. Mann, ich komme nicht klar. Es ist alles genau wie damals. Ich habe schon schlechtere Stücke von Kings of Leon gehört. Oh nein. Bitte nicht. Hm? Sorry. Ist zu spät. Ja, das Ding ist halt, ich habe auf DRM freie Musik gestellt im Menü und einige Stücke werden dann einfach nicht gespielt. Es ist spannend und das hat nichts mit leise zu tun oder so. Es wird einfach nicht gespielt. Ja, also die Musik jetzt ist lizenzfrei auf jeden Fall. Also da komme ich auch auf YouTube mit durch, definitiv. Zeig's ihnen, komm, wir machen Party. Oh ja, zeig's ihnen. Das ist schon witzig. Lebenslange Übung. Nee, 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 Stefan. Jetzt habe ich gleich eine negative Zuschauerzahl. Du bist dran. Hä? Gut. Ja, wow. Yeah. Also Spaß haben sie. Ah, ich kann die Musik nicht umstellen, Leute. Ich will das nur auf YouTube hochladen. Es tut mir leid. Sie hätten ja wenigstens ein anderes Musikstück einfügen können.
Du hast kein Beat verpasst. Das stimmt, sie hat kein Beat verpasst. Oh, oh, oh. Oh, wenn sie so guckt. Ach, warte kurz. Ja. Bist du der? Hey, Mac? Na, ich wusste, dass es Mac ist. Was ist los? Irgendwas stimmt nicht. Ich habe Rileys Nachrichten gelesen. Ich weiß, dass ihr euch heimlich getroffen habt. Es ist nicht so, wie du denkst, Mac. Oh, gut. Sonst hätte ich gedacht, du vögelst meine Freundin! Alter, ehrlich, du verstehst das falsch. Sag mir, warum ihr nicht die Fresse einschalten solltet! Nein, nicht hier, nicht hier! Es gibt keinen Grund, du solltest lieber mit deiner Freundin reden. Ich rede mit dir! Können wir bitte... Bleib! Können wir... Bloß! Bloß! Von ihr fern! Von ihm fern! So machen wir das. Okay, reicht. 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 Stopp. Ist okay. Ist okay. Alex, hör auf! Stopp! Alex! Holy shit. Gabe, ich wollte nicht. Ist schon okay. Deine Schwester ist echt gestört. Das sagt der Richtige, mein Freund. Verflucht, ihr könnt mich beide mal. Es tut mir so alles leid. Alles gut. Oh. Fuck. Oh, okay. Okay. Gabe, Alex, warte. Ist okay. Das ist nicht okay. Meine Schicht fängt gleich an. Alter. Okay, Hände waschen.